Willkommen zurück bei The Whispered World. Wir haben gerade mal mit Shana gesprochen. Ja, unsere Aufgabe ist es ja scheinbar, die Welt zu zerstören und wir machen so viel auf dem Weg. Ey, auf dem Weg habe ich gesagt, das ist jetzt peinlich. Solange ich Salas haben möchte. Ich weiß eigentlich gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Hatten wir das Quiz jetzt eigentlich richtig gemacht? Wir wissen ja jetzt, dass Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel Nein. her. Ich war bei. Und, was sagt sie? Hat sie noch das Moos, das sie sich von mir ausgeliehen hat? Ach, das tut doch jetzt nicht zur Sache. Sie wird ihm doch sicherlich etwas prophezeit haben. Ach, eigentlich nicht. Kaum der Rede wert. Umso besser. Die Probleme der Beinwesen interessieren uns sowieso nicht. Richtig, Ralf? Ausnahmsweise richtig, Ingo. Gut, dann. Wisst ihr, wie ich zur Insel komme? Zur Insel? Das fragst du einen Stein? Ach, die Insel. Ich war nicht einmal auf der anderen Straßenseite. Ihr Beinwesen mit euren Luxusproblemen. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Halt den Rand, Ingo. Wir sind Steine. Wir müssen nirgendwo hin. Aber ich will die Welt sehen, Ralf. Die Welt dich aber nicht. Hey, oh Gott, der ist so übelst fies. Zurück zu eurem Plan. Es war ein Fehler. Er ist Achso. unmöglich. Und nur zu Ihnen kommen. Wir und ob. Aber Ralf! Doch, sie ist ja ein Unsinn! Schlangenwesen. Möglich, also. Shana ist der mystische Shana ist. Denkst du da Interesse? Stell ihm die zu. Ja, wie das ist la. Du bist ein. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich. Nein, es sind unser grünschnabeliger Freund. Also. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat uns Dings schon mal erzählt gehabt, aber. 11. Das ist deine. Du hast Stell in die drin. Schon gut, die Frage. Ich weiß es. Ich ja, weiß es. Diese Kalida? Sie wohnt in der Mitte des Sees. Die sagen wir Quatsch, ja suchen. Meinst du, was ich, der Clown? Also. Und sie wohnt in der Mitte des Sees. In der Mitte des Sees. Potsdamer, du bist ja doch kein Grünschnabel. Ich habe immer an dich gedacht. Ja, Mann. Habe ich es nicht gesagt, Ralf? Ist ja schon gut. Hier, nimm das Steinpulver. Weil das andere mit der 9 hatten wir davor schon mal gemacht. Vergrößere damit die Grenzen unseres Machtbereiches. Was? Nur. Okay, dann macht's Bis gut. Später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind. Was haben wir jetzt? Steinpulver. Soll ich. Tschüss. Ich geh einfach mal. Ih, was zum. Süß. Warte, was? Nanu, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Kreatur? Wo kommt sie her? Und womit spielt sie da? Also irgendwie ist das ja ganz schön knuffig, so ein Schattenmolch. Ein seltsamer kleiner Kerl. Er hält dieses rote Noai-Ei fest und klammert. Er scheint ganz versessen drauf zu sein. Noai-Ei? Oh, wie ist das so knuffig? Oh Gott. Also dann nicht. Das ist aus, als würde er gerne mit uns spielen wollen. Sehr unheimlich. Dann. Wohin gehen wir jetzt endlich? Wir wollen noch über zum anderen See, wa? Ach so, nee, Lichtwesen unterm Baum, genau. Da, Glühwürmchen. Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. Oh, Irrlichter, yeah. Weg, Sinse. Der Baum scheint ganz hohl zu sein. Naja. War schon. Oh, da sind sie wieder. Was ist denn mit dem Harz? Ich hab eh schon alles ausprobiert. Kescher? Fangen Sie dir mal. Gut, schön trottelig. Okay, dann. Mach einfach mal zu.
Das Loch, bitte, nicht den Baum. Kennst du nirgends so mal hin? Das ging ja echt. Dann versuchen wir es nochmal mit den Cacher. Ansonsten mit bloßen Händen, ich weiß nicht. Touch! Die ätzen sie beim Stein. Wo sind sie denn jetzt hin? Unten drunter. Sehr verdächtig, dieser Stein, ich muss schon sagen. Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind. Ja, dann gucken wir mal. Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind sie hin? Das ist ein Auftrag für die Schaufel. Kahle Stelle. Vielleicht bin ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, ja, was soll's. Blühen wir nach. Gott, wo sind denn durch? Wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Okay. Gut, dann. Spring mal rein. Läuft. Also, kein Ding. Da ist noch eine Pfütze. Die können wir anfassen. Hey, da ist Petroleum im Wasser. Was ist das nicht? Was? Spot scheint gar nicht registriert zu haben, was uns jetzt alles noch bevorsteht. Himmel, wo soll das alles bloß enden? Ja, Spot ist glücklich. Oh, okay, dann. Haben wir hier den Baum? Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Schön, sieht wirklich fröhlich aus mit seinen. Baum. Ich wollte Baum sagen. Ja, wolltest du. Also, der sieht wirklich fröhlich aus, wie er irgendwie mit seinem Ärmchen um sich rumschmeißt und die ganze Zeit so abdanzt hier. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Hey. So, den See haben wir da hinten, das Insel-Dings. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Oh nein. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Haha. Ja. Ich hab grad... So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Die miese Überlegung, dass das hier unsere Kanone ist, mit dem wir unseren Kanonensprung üben sollen. Wenn unten Petroleum drin ist. Ich glaube nicht, dass es... Okay, du willst doch nicht zu. Dann. Ja. Wir hatten noch jetzt hier die Bomben. Was haben wir eigentlich noch gebraucht? Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Perfekt. Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Brauchen wir noch irgendwie Feuer? Naja. Ich weiß gar nicht, warum wir weiter hinten noch was? Da war doch nur noch diese Totem-Dinger. Huch! Nee. Achso, das war ja... Wo war denn das? Bei der Höhle. Hier. Stimmt, der hat ja gesagt, der will irgendwie noch... Ging das jetzt eigentlich mal ab? Nee, wir brauchen irgendwas dafür. Ich nehme mal das Messer. Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere. Das habe ich oft genug ausprobiert. So, was ich am wenigsten ausprobiert habe? Warte, wo ist er denn? Guck mal hier. Ja, du bist schon ordentlich schwer. Dann holen wir dich mal die Schüssel. Das könnte klappen. Ich sag jetzt mal nichts dazu, das ist unglaublich. So immer das Letzte, was er normalerweise macht. Spot. Jetzt mach ich es einfach mal so und random und... Hepp. Unglaublich. Ich mach wieder eine Rumpfe draußen. Hier sieht er voll niedlich aus, wenn er so quabbelt hier. Also. Damit können wir direkt nochmal zum Harz. Oh Mann, Leute, echt, was mache ich hier überhaupt? Damit, ja. Kriegen wir das Harz weg, oder? Stimmt, der wollte doch eine Schüssel haben. Die ist auch schön ordentlich hart, damit kann er... Oh ja, ja. Wir haben Harz. Schüssel mit Harz. Die
Baum habe ich eigentlich schon abgelegt, aber ich habe sie trotzdem wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Und diese Steinpulver. Der Baum scheint mir hart genug zu sein. Ja. Wäre auch komisch gewesen, aber wir haben auch keine Wiese oder sowas. So, dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie wir diesen Zirkus, die Kanone da vorbereiten, dass wir das brauchen. Okay, mal sehen. Ey. Die Kanone haben wir ja. Mich haben wir. Den Pfropfen, einen Fallschirm. Bombe haben wir auch. Pfropfen und einen Fallschirm, was? Okay. Ah, ja, die Mütze ist runtergefallen. Die hängt gar nicht mehr da oben hin. Ist das unser Pfropfen? Dann brauchen wir nur noch so einen Fallschirm. Hier, willst du nicht noch so eine Hose hier mitnehmen? Ich komme nicht ran. So ein Pech. Okay. Aber draußen hängen ja auch noch irgendwas rum. Ja, da ist hier so die Hose vom Opa hier. Ist perfekt. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Was willst du von mir eigentlich, hä? Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Ich will die Hose haben. Ich brauche sie für meinen Kanonentrick. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Das ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Der Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Stimmt. Aber das ist doch... Ich fürchte, ich habe etwas ganz Dummes getan. Schon wieder? Was ist es diesmal? Hast du etwas kaputt gemacht? Schwer zu sagen. Ich glaube noch nicht so richtig. Dann will ich davon auch gar nichts wissen. Aber... Gib schon Ruhe. Du siehst doch, dass ich übe. Ich muss euch verlassen. Hä? Wie meinst du das? Es ist etwas passiert. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe langsam die Nase voll von deinen Fantastereien. Was ist denn diesmal los? Geht die Welt etwa wieder unter? Diesmal ist es anders. Tu mir einen Gefallen und verschone mich mit diesem Unsinn. Ich gehe trotzdem. Ja, genau. Und wenn ich die Welt dann vom Untergang rette, werde ich das Stück, auf dem du stehst, aussparen. Weißt du, wie man auf diese Insel in der Mitte des Sees kommt? Zur Insel? Was soll denn das jetzt schon wieder? Sag mir doch einfach, wie ich da hinkomme, okay? Kleine, nervige Brüder, die ihren Kanonentrick nicht beherrschen, kommen nirgendwo hin. Ja, super. Oh ja. Danke. Toller Beitrag. Denn mit dem Kanonentrick kann man sich ja überall hin katapultieren, nicht wahr? Wenn du weiter so nervst, katapultiere ich dich gleich wohin. Schon gut. Bald wirst du eine ganze Weile Ruhe vor mir haben. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Gute Angst, ich weiß nicht. Bis später. Ja, bis bald. Und bitte. Denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Hier, komm, der hat doch hier Angst vor. Was war das, Krallen? Sammelst du schon wieder Krempel? Lass mich damit in Ruhe. Du siehst doch, dass ich alle Hände voll zu tun habe. Wir müssen ihn irgendwie ablenken für die Hose. Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Leider hält es noch nicht zusammen. Ich bräuchte eine Art Klebstoff. Oh ja, ich habe die beste Idee aller Zeiten. Oh Gott, das läuft so krass. Ich habe das Harz auf die Schildkröten geschmiert. Igitt, jetzt sind sie ganz klebrig. Klebrige Schildkröten. Dann nehmen wir die doch mal und packen die auf die... Ich glaube, daraus ließe sich nicht schlecht. Noch lange nicht fertig, aber für den Anfang... Was soll er denn noch... Irgendwas anderes noch?
Ach, hier ist ein Hilfskompagnon dran. Die Zähne würden gut zu meinem kleinen Kunstwerk passen. Oh Gott, das sieht jetzt eklig komisch aus. Hier setzt man noch eine Mütze auf. Nein, es ist gruselig genug, so wie es ist. So, okay, dann nehmen wir das einfach und halten das Bändchen in die Fresse. Ich hab da was für dich. Hä? Guck mal, ist das nicht hübsch? Ein Nasgier! Nimm ihn weg! Nimm was mit dem Ball. Okay, wo gleich mit. Hä? Sehr witzig. Fand ich auch. Angeschmiert. Hey, der trotzdem. Okay, wie lange drüber hat und glücklich ist. Was wollen wir denn mal jetzt? Seid das Monster. So, dann habe ich ja jetzt eigentlich alles: den Fallschirm, den Pfropfen, die Bomben, mich und die Kanone. Würde jetzt auch was sagen, dass wir die Kanone ausrichten müssen, aber ich glaube, das geht nicht. Dann springen wir wohl ans Loch. Da liegen doch die Bomben. Also ich weiß auch nicht, wie ich die anzünden soll. Oh Gott. Ist noch ein Ball. Ich glaube nicht, dass Ralf und Ingo damit einverstanden wären. Okay, dann nicht. Ich weiß gerade schon wieder nicht, was wir machen sollen. Das hilft mir jetzt sehr weiter hier. Hier sind wir jetzt soweit erstmal. Das ist auch dieser kleine Gnom gewesen mit seinem Ball. Ah ne, der hatte ja ein Ei. Nicht irgendein Ball, der hatte ja ein Ei. Hier, Kumpelchen, ich habe was Neues, Tolles für dich. Willst du tauschen? Ja? Da, gegen diesen tollen knuffig. Roten Ball hier? Na, wenn das so ist, dann fang! Los, hol das Bällchen. Ich bin jetzt die Klippe runter. Oh mein Gott, das ist gerade die Klippe runtergesprungen. Nummer 1. Waren das die Dinger, die man da in die Lampen machen konnte? Das waren ja irgendwelche Eier. Da beim Zirkus, die komischen Feuerlaternen. Feuerlaternen? Ja, da sind solche Feuerviecher, glaube ich, hingeflogen. Diese Lichterlaternen hier. Hey! Oh Gott, das Bild! Warum ist hier eng? Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Unnötig zu erwähnen, dass ich das Ganze hier gerade ein bisschen... Okay, gut, ich glaube, jetzt hat es sich wieder halbwegs eingekriegt hier. Können wir jetzt... Komm, bitte, tu mir den Gefallen. Ah, dann können wir die Viecher nehmen und das, um die Bomben anzuzünden, einfach...